Meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Reaction auf diesem wunderbaren Reaction-Kanal. Wir schauen, ich suche meine Dokomi Waifu von Leakbeats. Meinem guten Freund. Er wird die in dem Vlog vermutlich nicht finden, weil ich nicht auf der Dokomi war. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen, nicen Tag. Heute gehen wir auf die Dokomi 2022. Seit wann hat er Eyebrow-Cuts? Das ist voll neu. Das ist das allererste Mal, dass wir uns irgendeine Art von Cosplay aneignen. Ich bin noch niemals irgendwie als Cosplay irgendwo hingegangen. Ihr könnt vielleicht schon ein bisschen an meinem Outfit erahnen, in welche Richtung es heute geht. Bro, das ist der Fell of Ruffy, oh, Bro. Okay, ich hab Fell of... Also was gehst du? Na, Denji. Was sehe ich da im Hintergrund? Kamaboko Gunpachi! Digga, Roman ist halt so eine krasse Legende, Junge. Digga, das war man. Alle lieben Roman. Leute, ihr seht im Hintergrund. Wie bitte? Die Dokomi, guckt euch die ganzen Leute an. Ich bin natürlich heute Mitsuya, Tokyo Revenger Outfit. Slay. Im Hintergrund ist eine Riesenstange. Da stellen natürlich Normalsterbliche wie wir nicht an. Weißt du, warum hier heute so viele Weeps sind? Warum? Weiß ich nicht. Das ist ein bisschen cringe. Ja. Oh nein, Maus! Oh nein! Och, die süße Maus hat sich auch einen Cosplay angezogen. Oh. Die geht's ja komplett beschissen, oder? Ja. So laufen die hier rum heute, Leute. Und ich verstehe das nicht. Es ist ein bisschen unangenehm jetzt hier gerade. Das ist ein blauer Mensch, Bro. Findest du das? Ich finde die so geil. Diese Dokumi ist voller Nähe, Alter. Hier sind so viele Menschen. Ich komme nicht 2 Meter Roman, weit, Alter. Digga. Roman, wurdest du schon oft wegen deines Körpers heute? Erstaunlich schon, Digga. Ja? Alle feiern die Noske und ich finde legit, das ist das legitimste Outfit von heute, Digga. Die Blue Lagoon, ein wundervoller Ort. Okay, wir filmen jetzt für dein komplettes Outfit deine Haare noch blau. Yes, sir. Aber wir sind heute nicht allein, denn was bei mir weniger ist, ist bei ihm mehr. Bart. Ich fühle mich jetzt gerade wie so ein illegaler Graffiti-Sprayer. Der Wind muss so. Der Wind? Dass du es nicht ins Gesicht kriegst. Ja. Alter, Leute, nächstes Jahr gehe ich auch auf die Dokumi und dann gehe ich jetzt zu Nade, Digga. Let's go! Merkst du? Ja. Oh, Bro. Oh Gott, da kann ich nicht hingucken. Oh, ich bin nur mal ein bisschen doof. Hättest du nicht sagen müssen? Guck mal bitte da in den Spiegel. Sebi? Leute, heute live von der Dokumi. Wir sehen hier jemanden mit sehr, sehr, sehr schönem Schmuck und Ohrringen. Muss man einfach mal. Was war deine Inspiration dafür? Weiß nicht, ich hab dich gesehen. Ja. Ich dachte mir, so scheiße, ja. Will ich auch mal aussehen. Hat das geklappt? Hat ja? Geklappt. Mut. Erstmal, wer bist du? Du bist jemand von Attack on Titan. Ja, nee. Das ist der beste Anime der Welt. Ist natürlich One Piece. So. Und so anders möchte ich das nicht hören. Wer sagt Naruto. Attack on Titan ist besser als One Piece, der möge jetzt bitte den Vlog beenden. Ich habe One Piece nicht geguckt oder gelesen. Lass mich nicht an. Wir müssen weiter. Soll ich mit dem Lore oder den Lore? Lass mich nicht an. Du nimmst jetzt eine mit. Nee. Ich muss sparen. Für was? Warte, wir haben den einzigartigen Ruffy. Ey, den Nacken was? Wir haben ja hier eine nette Maid dabei. Maid kann sich schon einmal rumdrehen im Kreis. Der scheint aber ziemlich kurz zu sein an der Stelle. Und natürlich. Nick so. Ey, ich glaube, Dokumi war für den so nice, Junge. Yumeko. Kannst du bitte einmal für uns ein Uwu oder ein Miau? Ich Uwu nicht. Und natürlich haben wir den Boy hier wieder weg. Wo warst du die ganze Zeit? Ich war 2 Stunden hier alleine, weil ihr im VIP-Bereich wart, deswegen halt. Als was gehst du heute? Commander. Gut getroffen auch. Okay, nee, krass. Also ich hab schon, ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja? Ja, danke schön. Darf ich, wollen wir noch ein Foto machen? Ja, klar. Ja, cool. Lumanda. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo hier auf der Dokumi eventuell der Bereich ist, der mich am meisten interessiert. Gehen Sie da weg. Ich habe ihn gefunden. Die Corner. Da schauen wir mal, was wir Schönes finden. Anja. Das ist echt geil, oder? Ja.
wir noch die ersten drei Sticker dazu bleiben. Was? Wow. Das nehmen wir mit. Wie viel kostet das? Nichts. Kostenlos. Oh. Also, ich will aber auch. Crunchyroll ist das beste, die erste Streaming-Plattform Deutschlands. Ich hab auch Crunchyroll, es bockt ehrlich. Crunchyroll und vergesst alles andere. So. Ja. Danke. Ja, gerne. Ja, das ist ja so krank. Boah. Ey, manchmal vermisse ich ehrlich Cosplayen. Also ich bin wirklich ehrlich mit euch. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, die Reaction Guys wissen das gar nicht, aber ich habe ja früher sehr viel gecosplayt. Das war mein Haupthobby. Ich habe nur gecosplayt. Ich war auch actually good, so. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Ich habe die auch immer selber gemacht. Ich habe, glaube ich, vor 4 Jahren jetzt das letzte Mal gecosplayt. Also mein letztes Cosplay war Mercy aus Overwatch, glaube ich. Oder Star Guardian Syndra? Manchmal vermisse ich Cosplayen, aber dann denke ich mir auch wieder so, ich bin viel zu dumm, das jetzt alles noch wieder zu machen. Sehr freundlich. Das ist erst mein erstes Cosplay, wo ich so viel Mühe reingesteckt habe. Ist aber wirklich, also. Die kenne ich irgendwo her. Ist das Farben? Nee, das ist nicht Farbenfuchs. Wer ist das? Auf jeden Fall dafür. Ich bin ganz bekannt vor. Guckt euch diesen Idioten an. Leute, guckt mal bitte ganz kurz. Ich habe, glaube ich, mein Traum-Dress für heute gefunden. Alter, das ist so fucking nice. Yamato, Alter. Holy shit. Digga, was ist das für eine Riesenwaffe? Ich habe eine Riesenkeule. Nein. Da habe ich auch mal eine Riesenkeule nach. Boah, sick. Genau. Holy shit. Digga, guck dir das an. Wie krass ist das? Das haben einfach Werte von euch gezeichnet. Ich? Digga, das ist ja so sick. Hier ist übrigens meine Inspiration für mein Hand-Tattoo. What the fuck? Yeah. Gut, hi, wie geht's? Gut. Und ja? So? Gut. Und dir so? Ja, auch gut. Entweder war es interner Streit oder. Ich lieb's halt, wie hier rüberkommt, wie riesig Nick eigentlich ist. So, weil ich glaube, Leute checken das nicht so wirklich. Der ist halt, keine Ahnung, der ist halt ein fucking Schrank so. Das bin ich, ich muss da eben hin. Freut mich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Leute, guckt euch mal ganz kurz an, wen ich hier Tolles getroffen habe. Schaut euch diese geilen Cosplays an. Ich suche heute nach dem schönsten Cosplay. Der Mann ist einfach in Uwu Paradise. Ich kann das nicht mehr. Jetzt check ich, warum der Zeramstein nicht mitgekommen ist. Nee, ich sag, wir gefallen alle extrem. Wir haben es doch hier direkt gefunden. Leute, ich hab den echten Rorona Zoro getroffen. Kannst du ein paar Attacken? Was sind so deine Spezialitäten? Oh, die auch mit den 3 Ohrringen und so. Das ist schon crazy, Mann. Das ist der 3-Meter-Stil, 180, 10 ist für nichts. Ah, ja. Cool. Ich dachte bis eben, dein Cosplay wäre cool. Dann habe ich den Bruder hier getroffen. Look at this. Als ob, Digga. Bro, geil. Ich guck gerade so, welche Cosplays mir am besten gefallen heute. Okay. Das ist insane. Woher hast du Danke. Das? Ich hab's selber gemacht. Das hast du. Nick muss mal anfangen zu cosplayen. Sowas kannst du nicht kaufen, Bro. Das ist Cosplay Knowledge. Das hat er selbst gemacht, Junge. Bro, what the fuck? Digga, wenn du so weiter so hochhebst die Hände, dann schneidest du mir meinen Kopf noch ab. Ja, ne? Das ist schwer einzuschätzen. Ich bin dafür, dass Neek so Weep Mark Eggers wird. Aber so nicht auf die unangenehme Art und Weise, sondern so, checkt ihr, so auf diese Interview-Leute auf Anime-Conventions, dass er so von Anime-Convention zu Anime-Convention tourt, das wäre absolut mein Leben. Und dann sowas wie, kann, wie vielleicht wird dein Cosplay bezahlt oder so, ultra cool. Das ist einfach dein Schwert. Ja, ich will das auch holen. Roman. Hallo, ich bin Nova und ich liebe Roman. Roman, bitte lass uns heiraten. Schwerter von Inosuke. Und warum hast du dich bei dieser Schlange da hinten jetzt nicht angestellt, sondern bist jetzt hier einfach reingegangen? Weil wir VIPs sind, Bro. Leute, wir sind hier jetzt im japanischen Garten. Das ist quasi genau neben der Messehalle ein riesengroßer Garten. Und Roman? Geht's? Geht's dir gut, oder? Ich gehe mal schnell weiter. Voila, pretty boy. Der Fotomachen-Boy. Ja, genau. Hi. Alter, ich bin großer Final Fantasy Fan. Guck dich das an, Leute. Das ist wunderschön, wirklich. Das Blumenmädchen, Alter. Die Szene, wo Aerith Cloud eine Blume gibt, Alter, das ist meine absolute Lieblingsszene. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Oh, Leute, guck euch das an. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und er hat sie gefunden, er ist in love. Here, this is for you. A flower? That's right, it's a gift. You know, for scaring those things away. What things? Was glaubst du, tust du hier? Wenn das Video zu Ende. Ich hab noch mal eine Frage an dich. Ja, du hast mich... Ich
hoffe, dass Nick die geheiratet hat. Wenn nicht, werde ich ehrlich sauer. Extra gesucht. Du standst auf einmal gerade wieder neben mir. Jetzt hör auf, die Lügen hier zu erzählen. Was ist dein Lieblingsteil? Boku no Pico, Leute. Hey, es war super geil mit dir heute, wirklich. Dankeschön. Ja. Leute, hier beenden wir den Vlog im japanischen Garten. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Abend mit Sake. Digga, war ein reiner Tag. War schön, euch alle mal getroffen zu haben. Falls euch der Vlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo und dann springe ich jetzt ins Wasser. Banger. Geile. Och man, ich gönn Nick so sehr, dass er einfach seine Traumfrau findet, Mann. Ich glaube, Nick muss öfter auf Conventions gehen, dann kommen wir dem Ganzen schon ein Stück näher.